Sicher fahren, darunter verstehen trotz der insgesamt positiven Statistik immer noch zu viele sicher nicht erwischt werden. Beim Rasen, Drängeln oder Fahren nach der feuchten Feier. Irgendwann aber erwischt es jeden, wenn schon die Vernunft nicht abhält von den Verstößen gegen die Verkehrsregeln. Irgendwann ist er weg, der schöne Schein, und dann wird's eng. Für schwere Sünder richtig eng. Die müssen zur gefürchteten medizinisch-psychologischen Untersuchung. Die peinliche Seite des Führerscheins. Ein unscheinbares Schild an einer Hauswand in der Nähe des Leipziger Bahnhofs. Hier testet der TÜV Autosünder. Wie dieser junge Mann müssen jährlich über 100.000 Autofahrer zur medizinisch-psychologischen Untersuchung, kurz MPU. Im Volksmund auch Idiotentest genannt. Bevor der Psychologe seine Untersuchung beginnt, wird erstmal getestet, ob der Klient überhaupt nüchtern ist. Wer hier landet, hat entweder 18 Punkte in Flensburg gesammelt, ist mit 1,6 Promille Alkohol oder unter Drogen Auto gefahren. Wir stellen leider fest, dass die Drogenfälle im Straßenverkehr deutlich zunehmen. Wir haben also im Jahr 2000 deutschlandweit 8000 Drogen-MPUs gehabt. Im Jahr 2003 waren es schon 9000 Drogenfälle. In dem Institut wird der Autosünder komplett gecheckt. Der Test dauert bis zu 5 Stunden. Nach der knapp 30-minütigen psychologischen Untersuchung folgt eine medizinische mit verschiedenen Reaktionstests. Der Klient muss auf Farben reagieren und auf Töne und er muss bestimmte Pedalen drücken. Und das wird auch immer mal schneller und mal langsamer. Und je nachdem, wie er dann reagiert, haben wir dann eine gewisse eine Norm. Und an dieser Norm entscheiden wir dann, ob jemand diesen Test bestanden hat oder nicht. Bei den Alkoholsündern liegt die Durchfallquote bei über 40%. Die bekommen ja, wenn sie unter 1,6 Promille beispielsweise Auto gefahren sind, meistens eine Sperrfrist von etwa einem Jahr. Das heißt, sie müssen ein Jahr zu Fuß gehen. Und in dieser Zeit ist es häufig so, dass sie ihr Trinkverhalten nicht ändern. Beispielsweise weiter trinken wie bisher oder noch mehr, weil sie ja jetzt keinen Führerschein mehr haben. Und das ist grundfalsch. Man sollte also wirklich, vielleicht auch unter fachlicher Hilfe eines Verkehrspsychologen, sich mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen. Einfach damit man weiß, was man in seinem Leben ändern muss, damit es nicht mehr zu solchen Delikten kommt. Doch das tun die wenigsten. Jeder Vierte, der einmal mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, fährt wieder betrunken. Und jeden Tag sterben auf Deutschlands Straßen 3 Menschen, weil Alkohol im Spiel war. Führerschein heißt eben auch Verantwortung. Die Lizenz zur Mobilität wird 100 Jahre alt. Das war unser aktuelles Thema.